wie die da rübergekommen sind, das frage ich mich. Ah, gut. Sind die kleinen, ganz kleinen Sträuchchen, ne? Das ist im Leben mal so. Ja. Neben deinem Freund, ne? Jo. Oh. Diese Mistkröte, ne? Ey, Alter. Ey. Ey. Zwing mich nicht, mein Schwert. Letzte Frage. Ich hatte ihn. Ach nö. Oh, Backe, du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen, haben wir es etwa nicht mehr drauf. Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos Leben zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheit und nimm bitte das hier an. Woher habt ihr das? Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn dir recht verdient. Schließlich bist du der Meister der Versteckspiele, schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erlegen, aber könntest du nicht vielleicht mal da hingehen und dich entschuldigen? Danke. Oh ja. Ihr habt aber echt Eier in der Hose, wa? Oh, man tut, was man tut, wenn man es tut. Ja. Hey. Kann ich etwas für dich tun? Naja, du bist ja durch Türspalt, oben, weißt du jedenfalls. Du bist wirklich ein lieber Junge. Hier, ein kleines Taschengeld. Dankeschön. Das ist total reich, die Alte. 50 Rubine, Mann. Aber sagt niemand etwas davon, okay? Nee. Kann ich etwas für dich tun? Glaub mir, für Kinder habe ich wirklich einen untrüglichen Mann. Und ich schwöre, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird, dessen Namen die Geschichte eingeht. Da bin ich mir absolut sicher. Oh, Frau Lehrerin. Nicht so. Ich bin wirklich ein toller Erwachsener. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei Frau Lehrerin natürlich sehr anständig. Ach ja, wusstest du jetzt eigentlich, dass unsere Lehrerin verdammt hat bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr etwas schenken. Red keinen Unsinn, wir sind die ganz kleinen Sträucher und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan, war es nicht so? Glücksamulette. Ja, vielleicht liegt ja irgendwo eins herum, dann könnten wir uns eins schenken. Warte mal, als ich neulich ein bisschen an den Bäumen rumkletterte, bin ich da. Alter, ich. Warte mal, als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einem von ihnen was putzen sehen. Ich bin mir ganz sicher. Und du meinst, es könnte ein Amulett gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Oh nein. Das war nichts anderes. Shalom. Boah, ich war so schnell, der hat mich nicht gemerkt. Ich bin ein Blitz von einem Mann. Und yeah. Damit hätten wir das. Cool, da haben wir bald Portemonnaie, dann, na, ich. Na, sowas. Du scheinst ja tatsächlich eins gefunden zu haben. Das ist ja ein Glücksamulett. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir das oben auf den Bäumen versteckt, aber ich wusste, wir es ganz sicher finden. Bald ist ja Frau Lehrerin Geburtstag und es ist natürlich so, dass wir endlich ein Geschenk haben, aber wir schämen uns ein bisschen, ihr es zu geben.
Wie wäre es, wenn du ihr es einfach anstelle von uns gibst? Ja, du bist der Einzige, den wir nur so als bitten können. Schließlich bist du ja ein anständiger, verlässlicher Kerl, jawohl. Okay, tschüss, mach ich. Mach ich. Willst du ein Glücksamulett? Hast du vielleicht Glück im Leben? Glücksamulett? Nee? Okay. Hoffentlich ist es eine Mütze und nicht deine Haare. Boah, wenn das klingt, ne? Und nochmal sorry, dass nicht so viel passiert, aber es muss sein. Also, sorry nochmal. Ja, na sowas, das ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelsteinen und diesen Amuletten sind gerade das Allerheißeste vom Heißesten. Oder so. Na, dann sollte ich es wohl mal ohne Scheiß annehmen. Nein, wirklich. Eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja lieber 20, aber wage ich noch nicht einmal zu träumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern her. Und da ich mir natürlich aber klar, dass dir irgendwann diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ich bin ja so glücklich, dass... Das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen. Als kleines Dankeschön. Du hast einen roten Rubin gewonnen. Und nun, falls Kinder siehst, grüß sie bitte ganz lieb von mir. Kann ich dir? Oh, du bringst mir also wieder Glücksamulette. Wie ich sehe, kannst du gerade 90 bei dir. Also, wenn du mir 20 davon bringst, dann schenke ich dir zum Dank etwas ganz Fantastisches. Also nicht vergessen, Hausaufgaben von der Lernklasse. Nicht kleckern, sondern klopfen laut. Hm. Ja. Ich hasse sie. Sie hat doch schon 1,1. Warum nimmt sie nicht das 19. Dann hat sie genau 20 Stück. Sie will insgesamt 21 Stück haben. Mann. Was ist sie für eine dreiste Feise? Schneise. Willst du irgendwas? Leck mich am Arsch. Na, was sagst du zu meinem Platz? Selten und hübsch, nicht wahr? Das hat mir meine Freundin aus Peruvien geschickt. Ich kenne sie. Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen und kann in ganzer Tasche das Wasser zu auf meinem Kopf balancieren. Ja, ich kenne sie. Ich komme auch aus Peruvien. Gut, werden wir mal wieder... Er hat übelst die geilen Haare. Sieht aus wie Eis. Wie Soft-Eis. Rebel-Attacke. Eigentlich müsste ich das ganze Teil damit reißen. Fast die ganze Insel. Und dann wäre das Spiel ja wieder... Scheiße. Dann hätte ich die ganze Insel gefunden. Die Musik ist so klasse in dem Spiel. Schade, dass man nicht sieht, wie ich Tusk oder wie es auch alles gesprochen wird. Sorry, wenn ich mich alles richtig ausspreche. Dass man jetzt zeigt, wie die in also nicht kaputt aussieht. So, das hab ich. Ich bin ein fliegender Händler, der die See befährt, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu, dass auf dieser Insel die phänomenale Reichtum geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit einem Floß hierher gekommen. Aber Fehlanzeige, ich dachte wirklich, ich kann hier eventuell Handel in die Stadt finden, aber das war wohl ein Wunsch meines Vaters, ja. Wo wir gerade dabei sind, seine Posttasche erfuhr dich zur Literarität. Als du etwas leicht aus... Okay. Mal gucken. Wo ist das in der Posttasche? Ja.
Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Lass uns tauschen. Ach ja, ein kleiner Arbeiter muss ich allerdings haben. Ja. Babuba. Wunderbar, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt. Leite auch eine Handelsanweisung an uns die Kraft. Ja. Ja. Keine Angst, ich will. Immer wieder eine Freude. Okay. Ich muss nur meiner Portemonnaie fliegen, mir noch so eine Stadtblume kaufen. Vorsicht halber. Auch zwei Stadtblumen und zwei Meeresblumen. Damit weiter tauschen kann. Vor allem, weil man kriegt was richtig Geiles, wenn man die drei Blumen getauscht hat. Es ist auf jeden Fall. Lohnt sich, wenn man das macht. Also kann man es nicht zu 100% durchspielen, wenn man es... Wenn man es nicht macht, dann... ja. Das sind noch eine Meeresblume und... Vielleicht kosten die so viel. Heute ist wahrlich wie ein schöner Tag, sieh dich bitte um. Okay. Oh, meine Fresse. Hey, und weiter geht's. Boah, meine Fresse. Nö, kannst du drei meiner Sachen tragen, weil unlogisch. Was man nicht alles tut. Und tschüss. Oh, die Sonne ist nicht mein. Oh, bisschen O-Saft, das war das Tropfen. Ja, das geht ja. Ja, es geht. Schalalala, 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 schalalala. 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 Das dauert doch ein bisschen länger. Oh mein Gott. Der Turm der Götter sieht aus wie eine Fabrik. Wie eine Fabrik sieht er aus. Ich setze mich ein bisschen so hin. Vielleicht hat er mich dann ein bisschen besser. Ich werde jetzt meinen Bildschirm noch ein bisschen anders stellen, dann kann ich sogar gehen.
Schalilala. So, jetzt machen wir den Actionfilm. Sylvester Stallone in The Legend of... Nein, den wollen wir nicht haben. Palapalapalala. Cool, da ist so ein Teil, da kann ich mir so ein Glücksamulett schnappen. Oh! Meine Fresse. Warte, sehe ich das richtig? Hey, Freund der Frucht. Ach, das haben wir schon. Ja. Geil. Nimm so ein Teil. Und wir haben so ein Teil. So, was gibst du mir dafür? Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine. Na, danke. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Hier, eine Meeresblume. Was gibst du mir dafür? Das ist ja eine Meeresblume. Dafür gebe ich dir eine. Bist du behindert? Nein! Ich hoffe, du stirbst einsam und verlassen in deiner dreckigen Insel. Mieser Typ. Ich glaube, kann ich gar nicht leiden. Wir sprechen uns noch. War der letzte? Ich glaube, der war auf der Mutter- und Kind-Insel. Ich glaube, ja. Guck mal da. Oh, weg, weg. Oh, ich kenne wir ja noch. Leck mich am Mucke, Alter. Boah. Phantom der Teufel, Alter. Nicht ausrutschen. Lava ist heiß. Oh mein Gott. Ich hasse es nicht. Oh. Ganz vorsichtig. Die Lava ist heiß. Oh mein Gott. Ich fass. Nein, na. Oh ja, ich hab mich sehr erschrocken. Vielleicht einfach mal. Und auch nicht. Ohne Krug schaffst du das. Mit Krug ist. Da hast du Hardcore-Mode an. Boah, der rennt viel zu. Schnell. Link ganz ruhig, ey. Und jetzt ganz vorsichtig wieder zurück, weil
wenn ich sterben will. Oh mein Gott. Ah, in das Loch muss ich schießen. Hey. Hey, mein Freund, warte mich. Der Kai ist auch. Och mal. Bringt mir eh nichts mehr. Conscious. Hallo, gib mir doch. Gib mir dein sexy Auge. Komm, ich will's sehen. Och, meine Fresse. Du Mist! Jetzt reizt mir ein. Oh mein Gott. Hallo. Eigentlich ist das nicht so schwer. So, stirbt man. Oh Mann, komm jetzt her. Ernsthaft. Autsch. Mist, hier, kurz. Komm, du stirbst. Und zu Ende mit dir. Es ist aus, 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 aus. Och Mann, warum dauert das so lange? Ja, eigentlich will ich das nicht machen, aber gut.